Jo, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Forager! Yay! Dem Game, wo ich immer noch nicht ganz rausgefunden habe, wie ich mehr Herzen kriege. Und wir sind langsam... Wir waren noch was am machen. Ah, wir haben hier Eisenbarren hergestellt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber das hat auch, glaube ich, seine Gründe. Ich weiß noch nicht mehr welche, aber wir hatten Gründe. Wir konnten. Wie viel Gold haben wir denn, dass wir Gold herstellen können? Gold haben wir das irgendwo? Ne, schleppe ich mit mir rum. Wollten nämlich Königstall. Was speicherst du mal wieder? Ein Königstall oder so herstellen. So. Zack. Zack. So. Hoppa. Nicht wundern. Wir haben heute mal keinen Greenscreen oder irgendwas. Das ist die Session, nachdem ich zuletzt krank war. Ich bin jetzt soweit wieder on point. Oh, es ist Nacht. Lass uns mal die Nacht überspringen. So, ich weiß gar nicht mehr, warum wir eigentlich Eisen hergestellt haben. Wollten wir Königstall herstellen oder hatten wir schon Königstall? Ich glaube noch nicht. Wir müssen uns auch noch drum kümmern. Ich muss immer noch rausfinden, wie wir mehr Herzen kriegen, ne? Stahl haben wir. Ich weiß immer noch nicht, für was wir den Anker brauchten. Aber den brauchten wir soon halt auch für irgendetwas. Ich weiß, ich hab gesehen, es gibt Leute, die sind viel schneller in Forager als ich. Aber ich denke mir halt einfach... lasst uns das alles in Ruhe auf uns zukommen. Spawnt da eigentlich mal wieder was? Oder ist das einfach jetzt nur noch eine Sandinsel, die uns nicht wirklich viel gebracht hat? So schlimm ist es nun mal leider, ist, ne? Aber die hat uns ja echt nicht viel gebracht. So, nicht wundern. Ich bin direkt eine. Ich hab. Okay, wartet mal kurz. Die ist schon klar, wenn wir jetzt weiterquasseln, dass du in der nächsten Aufnahmesession von mir drin bist. Wie gesagt, ganz kurz. Und zwar, pass auf, ich habe mir gerade ein Glas Cola eingeschüttet und... Aua! Ja. Dusselig wie ich bin, habe ich halt die Cola gerade so quer über meinen Schreibtisch verteilt. Und die ist auch runter auf dem Boden. Deswegen musste ich gerade ganz schnell weg, weil der Schreibtisch ist mir egal, den kann ich abwischen. Aber der Boden nicht, weil wenn sich das Laminat hochbeult und klebt, keine Ahnung. Also die Sache, um das mal kurz zu sagen, so schnell beult sich das, glaube ich, nicht hoch. Ja, aber trotzdem, ich muss reagieren, ich muss es wegmachen. Ich muss es aufwischen, ich muss meinen Schreibtisch wieder in Ordnung gebracht haben und das geht halt während der Aufnahme nicht. Wie lange soll ich da rumstehen? Ey, aber freu dich, du bist gerade in meiner Forager-Aufnahme drin. Okay, ja, alles klar. Ja, so war das doch jetzt nicht gemeint. Alles gut. Ich wollte sagen, nachdem ich jetzt mit Minecraft aufgehört habe, habe ich direkt schon das nächste aufgenommen. Also so schlimm ist es jetzt, denke ich mal nicht. Einfach mal jetzt, ist einfach jemand schon dabei. Nein, aber grundsätzlich, ich... Ich glaube, Laminat, nur wenn jetzt mal Kurzflüssigkeit ist. Klar, wenn das jetzt irgendwie was Zuckerartiges ist, willst du so schnell wie möglich wegbekommen. Aber so schnell beult sich das, glaube ich, nicht hoch. Ich glaube, du müsstest das, keine Ahnung, wie lange eigentlich auf dem Laminatboden haben, damit das passiert. Ja, aber trotzdem, ich wollte dich jetzt gerade nur aufklären, was da los war, warum ich denn so schnell aber weg musste. Aber auf einmal so, scheiße, nein, ich muss los, scheiße. Und dann aber in der Minecraft-Aufnahme, ich sag, ja, Leute, ich nehme direkt nach der Minecraft-Session auf. Ich lese nur Melly tot. Ja, wie gesagt, ich musste halt schnell machen, weil das ganze Ding ist, das ganze Zeug ist halt runtergetropft und keine Ahnung. Sag mal eine ganz kurze Frage. Windows-Taste vor Alt-GR oder hinter Alt-GR? Oder hinter Alt? Wegen? Ich musste gerade meinen Tastaturkurs auseinandernehmen, weil da auch ein bisschen Cola drauf war.
Ich glaube eigentlich immer erst. Aber wofür denn? Ach Gott, jetzt verstehe ich, was du meinst. Erst CTRL, Windows und dann Alt. Und hier Alt-GR, Windows und CTRL. Okay, danke dir. Jetzt habe ich verstanden, du hast die Tasten rausgenommen. Oh Gott, ja. Ich habe das nicht verstanden. Oh, bitte, bitte, lass mich penschleim. Ich habe das erst nicht verstanden, was du wolltest. Du hast die Tasten rausgenommen. Ich habe noch nie die Tasten rausgenommen. Ja, ich habe eine Tastatur, wo du das machen kannst mit. Deswegen. Erleichtert übrigens Reinigung. Absolut. Bitte? Absolut empfehlenswert. Was ist zu empfehlenswert? Es erleichtert die Reinigung absolut. Also die Tasten rausnehmen, ja, natürlich. Es ist wirklich absolut empfehlenswert, wenn du eine Tastatur hast, die. Dann solltest du nur vielleicht vorher wissen, welche. Wie die Tasten platziert waren. Ach du, glaub mir, wäre nicht das erste Mal, dass ich die Tasten alle rausreiße und dann nebenbei mit dem Handy so. Okay, warte, wie war das nochmal? Das habe ich noch nie gehabt, dass ich in einem Singleplayer-Projekt jetzt einfach mal gerade einfach so spontan jemanden als Co-Kommentator dabei habe. Oder Kommentatorin, wie gesagt. Das ist das erste Mal. Und jetzt springt er. Und jetzt läuft er. Und ja. Willst du dafür, soll ich eine Übertragung machen, damit du siehst, wie das hier aussieht? Nein, ich bin am Handy, alles gut. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nach deinem Headset wie gerade eben. Alter, ja, komm, drei Schleime gleichzeitig, oder was? Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich wollte dich nur aufklären und dann auch die Zuschauer von deiner Seite aus. Ich mache, wie gesagt, ein Infovideo, beziehungsweise schreib das halt in die Videobeschreibung, warum ich halt jetzt so schnell weg musste. Mein Gott, ich schneide das passend zusammen, weil wir sind eigentlich wir waren bei 1 Stunde 48 gewesen. Oder so. Ich weiß schon, wie ich das zurechtschneide, alles so ist es nicht. Oh, ich habe ein Smart bekommen. Aber heute ist mal wieder ein Tag zum Vergessen, ey, ganz ehrlich. Oh, wir haben wieder diesen Mob hier, den kriege ich doch Platz. Und vor allem, wie gesagt, mein Mauspad und so weiter ist mir absolut egal in der Tatsache, weil das kann ich reinigen, aber den Boden, der ist mir halt da in dem Moment wirklich wichtig, dass der nicht zu viel abbekommt. Au! Puh. Au! Okay, dann. Ich bin fast tot, verdammt. Dann schmeiße ich jetzt das hier gerade mal in die Waschmaschine. Dann habe ich das alles auch gewaschen. Ja, mein Sonntagsplan. Samstag, sorry. Einfach mal so Sonntag, Samstags, wie auch immer, irgendwelche Aufräumarbeiten. Wer bist denn du? Oh, du tust mir nichts, okay. Ja, okay, gut. Aber ich mag dich dann auch nicht weiter nerven. Auf jeden Fall viel Spaß noch beim Projekt. Viel Spaß noch euch beim Zugucken und dir noch viel Erfolg. Ja, Forager, ich weiß nicht, ob ich heute ich versuche heute irgendwas hinzukriegen. Ich will schon seit Part XY es mal schaffen, mehr als drei Herzen zu haben. Du kannst in dem Projekt mehr Herzen haben. Und ich bin einfach zu dumm herauszufinden, wie man das hinbekommt. Also wie gesagt, dann, viel Spaß euch und dir und wir hören uns dann später. Nuglor, wie gesagt. Du schaffst das aber bis zum Mittwoch ein Minimum-Part ready zu kriegen, oder? Ja, klar. Das bekomme ich hin. Ja, nur damit ich weiß, ob ich für Mittwoch ein Part hochladen kann oder nicht. Ja, doch, werde ich hinbekommen. Also bis Mittwoch auf jeden Fall. Ich setze mich da gleich dran. Beziehungsweise nachher. Und render zumindest mal ein, zwei Parts für die nächste Woche. Perfekt. Okay, dann bis späti. Bis späti. Gut. Heute ist einfach reiner Special, merkt ihr, wa? Einfach mal so. Gib mir mal ein Ei. Danke. Einfach mal so Special. Einfach mal Melli mit in diesem Singleplayer-Projekt dabei gehabt. Kann man auch mal machen, oder? Was haltet ihr eigentlich mal grundsätzlich davon? Einfach mal so Kommentatoren dabei. Ich hätte sie auch daran teilhaben lassen können, was man im Game-Spiel sieht, aber wenn sie. Gerade logischerweise am Handy ist das natürlich eher so kontra. Was ist denn, was leuchtet denn da? Achso, weil da auch noch ein Huhn ist. Nicht mit mir!
So, boah, meine Fresse, braucht das Königsstahl aber lang. Ich brauch neue Tresore. Dringend. Ich frag mich ja immer noch. Heldentaten. Die bringen nur Skins, ne? Wie es aussieht. Ich frage mich immer noch echt, wie wir mal mehr Herzen kriegen. Ich muss mir vielleicht endlich mal ein verdammtes YouTube-Video anschauen. Damit ich einfach mal circa weiß, mit was ich jetzt endlich arbeiten kann. Oh, mein Handy ist endlich up to date. Danke. Gib mir noch mal ein Ei, bevor ich dich töte. So. Wir brauchen noch einen neuen Tresor. Komm her. Hast du auch kurz gedacht, Schleimi, ne? Wir müssen echt einen besseren Platz mal für die Tresore hier finden. Und, dass wir auch mal wirklich mal die Nächte mal arbeiten können. Bis jetzt überspringen wir immer noch die Nächte bei Part XYVA3LM mit ZZ-Tality. Was brauchte ich nochmal? Königsstahl? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ihr merkt, wenn man ein bisschen raus ist, ne? Uiuiuiui. Schleimi, Schleimi, Schleimi. Nicht mit mir. So. Aber das mit dem Sachen ertränken kenne ich. Ich habe damit auch schon eine Tastatur zerdüngelt. Ist wirklich so, habe ich echt schon geschafft. Aber was ich gerade mal wissen will, wenn ich nochmal Land kaufen will, wie teuer ist das eigentlich? 2, 3, 960 wäre das nächste, was ich mir leisten könnte, oder? Ja, ich müsste mal vielleicht noch ein bisschen Gold sammeln. Und einfach mal weiter dann einfach mal Münzen kaufen. Wenn wir damit nicht irgendwelche Bossies triggern, ne? Das weiß ich halt nicht. Ich gucke gleich mal, wie viel Gold wir noch haben, dass wir einfach nochmal mehr Land gekauft kriegen. Jedenfalls muss ich aber erst warten, bis das Königsstall durch ist. Meine Fresse, geht die Nacht aber auch heute schnell. Sechsundsechzig Golderz ist nicht viel. Dafür haben wir viel zu viel Stein selber. Da wäre auch gut, wenn wir mal ein bisschen. Wir haben über 1, wir haben gerade irgendwie. Was haben wir gekriegt? Topas. So. Und glaube ich aber auch wieder einiges an Holz, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir haben, aber wir müssen sowieso mal so ein neue Holzkohle herstellen. Wenn ich weiter übrigens so langsam spiele, wird Forager ein sehr langes Projekt, ist mir mal eingefallen. Aber es wird halt dann so werden. Ja, perfekt.
Wir werden jetzt einfach mal das Gold dafür... Ich muss mal gerade was gucken. Wir haben ja... Ich glaube, wir wollten dafür, aber wir brauchen immer noch Flaschenkäfer. Und wie wir immer noch an Flaschenkäfer kommen, weiß ich immer noch nicht. Oh Gott, wir können ja soon bald einen größeren Geldbeutel machen. Oh, wir haben die Topas bald zusammen, aber das Glas nicht. Und ich will immer noch ein besseres Schwert. Das am besten uns nicht noch mehr Jelly gibt, als wir schon haben. Aber ich weiß nicht, wie wir das herstellen. Hier? Ja. Leder, wir brauchen Leder. Macht die Leder hier drüber? Nein. Macht die Leder hier drüber? Wo macht ich denn nochmal Leder? Hier, ne? Wie viel Leder brauchten wir? 10. Oh, wir haben jetzt gleich erst 8. Wir bräuchten Kühe. Wir brauchen Kühe. Wir brauchen Kühe. Ich will endlich mal ein stärkeres Schwert. Kühe. Ich noch mal Leder her. Nein. Die Kuh hat nur ein Leder gedroppt. Alter, diese scheiß Blitze. Ich hab's gesehen, was diese Blitze anstellen gerade. Ich brauch Kühe. Ah, es ist Nacht. Ich muss hier irgendwie raus. Aha. Es ist ein halbes Labyrinth schon hier, ey. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Aber wenn uns das halt mehr, boah, wirklich. Alter, wie lange will das eigentlich noch gewittern in diesem Game hier? So. Leder! We need Leder! Damit haben wir wieder einen Platz hier. Ja, das ist gut, weil dann können wir da einfach einen Scheiß reinzuholen. Wenn ich immer noch nicht weiß, für was der... Oh, ich merke gerade, dass unser Markt voll wird. Dann können wir gleich mal den Geldbeutel ausbessern. Was hast du? Schriftrolle des Erbauers, Eisenerz und Eier. Nun nötig. Kann man eigentlich irgendwie Sachen verkaufen? Ja, kann ich. Man kann ich bestimmt shitty verkaufen, oder? So. Weg mit dem Shit.